Jeder dritte Mann und jede zehnte Frau leidet unter Haarausfall. Für Haarausfall gibt es viele Gründe. Der häufigste ist der erblich bedingte Haarausfall. Nur mit der richtigen Diagnose jedoch kann Haarausfall auch gezielt behandelt werden. Herzlich willkommen! Es gibt unterschiedliche Arten des Haarausfalls. Er kann sich auf verschiedene Bereiche des Kopfes beschränken oder den ganzen Kopf, in seltenen Fällen sogar den ganzen Körper betreffen. Sind die Haare einfach abgebrochen oder kann man noch die Wurzel daran erkennen? Medizinisch gesehen bedeutet Haarausfall den Verlust von mehr als 200 Haaren täglich mitsamt der Wurzel. Sind Ihre Haare gefärbt, tragen Sie eine Dauerwelle oder föhnen Sie oft und heiß Ihre Haare? Verschönerungen solcher Art greifen die Haare an und erhöhen das Risiko für Haarausfall. Wie steht es ganz generell um Ihr Wohlbefinden? Hormonelle Umstellungen beispielsweise in der Schwangerschaft oder den Wechseljahren können vorübergehend den Haarausfall erhöhen. Weitere Gründe können aber auch Stress, Depressionen oder eine Schilddrüsenfehlfunktion sein. Müssen Sie Medikamente einnehmen oder essen Sie in letzter Zeit oft ungesund? Gerade bei einer unausgewogenen Ernährung oder bei Eisenmangel kann ebenfalls Haarausfall die Folge sein. Zuerst ist es wichtig, die Ursache zu finden. Dauert Haarausfall länger als 4 Wochen und gehen täglich mehr als 100 Haare aus, sollte man zum Arzt gehen. Die Untersuchung des Blutes kann dann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob der betroffene Patient Probleme mit der Schilddrüse oder vielleicht einen Vitaminmangel hat. Wichtig ist, dass die Ursache des Haarausfalls geklärt ist. Dann gilt, je früher die Diagnose gestellt ist, desto besser können Patient und Arzt gegensteuern. Insbesondere wenn eine Krankheit oder Hormonstörung dahinter steckt. In einigen Fällen gibt es wirksame Präparate, allerdings sind diese sehr unterschiedlich, je nach Art des Haarausfalls. Eine ausführliche ärztliche Beratung kann helfen, über alle Möglichkeiten aufgeklärt zu werden. Schönes, gesundes, volles Haar, das wünscht sich jeder. Doch was tun, wenn die Haare ausfallen? In einigen Fällen gibt es wirksame Präparate, allerdings sind diese sehr unterschiedlich, je nach Art des Haarausfalls. Eine ausführliche ärztliche Beratung kann helfen, über alle Möglichkeiten aufgeklärt zu werden. Das Minoxidil lässt in einigen Fällen neue, kräftigere Haare nachwachsen, hat aber auch entsprechende Nebenwirkungen. Die Behandlung erfolgt im Frühstadium. Als 2%ige Lösung wird es 2-mal täglich auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Minoxidil fördert die Durchblutung der Haarwurzeln und regt das Haarwachstum an. Bis man ein Ergebnis tatsächlich auch bemerkt, braucht es aber viel Geduld. Das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Und Betroffene dürfen die Behandlung nicht absetzen, da die Wirkung sonst wieder nachlässt. Der zweite Wirkstoff, das Medikament Finasterid, hemmt die Dihydrotestosteronproduktion. Die Haare bleiben. Doch Finasterid ist nicht frei von Nebenwirkungen. Gegen hormonbedingten Haarausfall verschreibt der Arzt eine Tinktur, die Antiandrogene enthält. Sie blockiert die Wirkung der männlichen Hormone auf die Haarwurzeln, fördert die Durchblutung der Kopfhaut und regt so das Haarwachstum an. Bis zu einem halben Jahr kann es dauern, bis Ergebnisse sichtbar sind. Aber auch diese Behandlung ist nicht frei von Nebenwirkungen. Häufig müssen Betroffene lange suchen, bis sie die richtige Therapie gefunden haben. Nur mit der richtigen Diagnose allerdings kann Haarausfall gezielt behandelt werden. Je früher die passende Behandlung eingeleitet wird, umso größer ist die Erfolgschance der Therapie von Kopfhauterkrankungen und Haarausfall. Sobald die Ursache des Haarausfalls gefunden ist, erstellt der Arzt einen individuellen Therapieplan, der in der Regel eine örtliche und in einigen Fällen auch eine innere Behandlung umfasst.